Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 79, Antrag der Fraktion der SPD betreffend Aufforderung an die Hessische Landesregierung, dem Untersuchungsausschuss 19.2, landeseigene Akten ungeschwärzt zur Verfügung zu stellen und die Aufklärungsarbeit zu unterstützen, mit dem Tagesordnungspunkt 84, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Arbeit des Untersuchungsausschusses 19.2. Das sind die Drucksachen Nummer 19.2675 und 19.2694. 10 Minuten. Es beginnt der Kollege Günther Rudolph, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Vielen Dank, Herr Rhein, ein Minister mit Stil. Das finden wir ausdrücklich sehr gut. Meine Damen und Herren, wir wollen, dass der NSU-Untersuchungsausschuss 19.2 seine Aufklärungsarbeit ohne Behinderungen und Beeinträchtigungen durchführen kann. Mit dem heutigen Antrag und der Debatte wollen wir die Fraktionen von CDU und GRÜNEN sowie die Landesregierung auffordern, sich endlich an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, des höchsten deutschen Gerichts, zu halten und die Aufklärungsarbeit des Untersuchungsausschusses nicht weiter zu behindern und zu unterlaufen, sondern zu unterstützen. Um nicht mehr und um nicht weniger geht es heute, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Juni 2009, Stichwort BND-Entscheidung, kann das Parlament nicht als Außenstehender behandelt werden, die zum Kreis derer gehören, vor denen Informationen zum Schutz des Staatswohls geheim zu halten sind. Die Berufung auf das Staatswohl kommt in aller Regel dann nicht in Betracht, wenn Vorkehrungen beiderseits wirksam gegen das Bekanntwerden von Dienstgeheimnissen getroffen werden. Nach diesem Urteil, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, dürfen einem Untersuchungsausschuss Beweismittel aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht vorenthalten werden mit einem pauschalen Hinweis Berufung auf verfassungsrechtliche Gründe wie Staatswohl. Sie müssen substantiiert dargelegt werden. Und deswegen, das, was Sie in vielen Akten und Blättern gemacht haben, Hinweis auf Staatswohl, reicht nicht aus und verstößt gegen die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts schon länger her zum damaligen Flick-Skandal aus dem Jahre 1984 macht deutlich, dass die Exekutive, damals Bundesregierung, schließt die Landesregierung mit ein, nicht ohne weiteres unter Berufung auf das Staatswohl einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss Akten vorenthalten darf. Auch hier noch einmal Bestätigung der Begründung. Meine Damen und Herren, deswegen gibt es überhaupt keinen Grund, über das bisher praktizierte Vorgehen der Landesregierung. Wir haben Akten, da fehlen seitenweise Akten, Blätter. Wir haben Akten, die werden übrigens hoch eingestuft als geheim. Ich will mal ein besonders markantes Beispiel herausgreifen. Wir haben Akten, die als geheim ausgestuft sind. Ich darf jetzt nicht näher auf die Akten eingehen. Aber in der Akte sind Dokumente drin, die öffentlich zugänglich sind, Presseberichte, Einladungen zu Sitzungen des Hessischen Landtags, des Ausschusses. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das zeigt die ganze Absurdität. Da wird die gesamte Akte als geheim eingestuft. Wer daraus zitiert, macht sich möglicherweise des Geheimnisverrates schuldig. Damit wird deutlich, wer ein Interesse an der Aufklärung hat, muss dem Hessischen Landtag, dem Untersuchungsausschuss, die Akten, die er zur Aufklärung benötigt, ungeschwärzt zur Verfügung stellen. Nicht ein solch absurdes Verfahren. Und schon gar nicht reicht die allgemeine Behauptung Staatswohl aus. Worum geht es eigentlich in dem Untersuchungsausschuss 19.2? Um die Aufklärung des 9. Mordes einer schrecklichen Terrorszene, der in Hessen stattgefunden hat, aber insgesamt natürlich um die Aufklärung dieser Morde. Es geht darum, haben Sicherheitsbehörden versagt, und wie konnte es dazu kommen? Und im zweiten Schritt, welche Konsequenzen ziehen wir daraus? Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben viel Zeit verplempert in den letzten Monaten, weil Schwarze und Grüne viele Zeugen benannt haben, die wir überhaupt nicht benötigen zur Aufklärung. Aber das, was wir bisher herausbekommen haben, ist schon bemerkenswert. Von wegen die Zusammenarbeit zwischen Polizei, Staatsanwaltschaft und dem Landesamt für Verfassungsschutz war optimal und alles ganz wunderbar. Natürlich geht es um die Kernfrage, steht der Schutz einer Quelle des Verfassungsschutzes höher, steht er über der Aufklärung eines Mordes in einem Rechtsstaat? Das ist eine sehr zentrale Frage. Und darüber werden wir uns genau auseinandersetzen, weil wir finden, die Aufklärung eines Mordes in einem Rechtsstaat ist ein elementares Gut. Das sind wir dem Mordopfer, der Familie, aber insgesamt der Bevölkerung in diesem Lande schuldig. Da darf es keine Einschränkungen geben.
Und was haben wir schon bisher erfahren? Dass die Mitarbeiter des Verfassungsschutzes auf der Führungsebene, na ja, mit dem Herrn Temme damals schon sehr wohlwollend umgegangen sind. Herr Temme ist der Mitarbeiter des Verfassungsschutzes, der am Mordtag fast zeitgenau zur Mordtat im Internetcafé war. Es gibt keine schlüssigen Begründungen, warum er da war. Dann gehen die Mitarbeiter des Landesamtes sehr fürsorglich mit um, fragen ihn am Telefonat, wie er sich denn fühlen würde. Meine Damen und Herren, der war Tatverdächtiger in einem Mord. Der hätte damals sofort vom Dienst suspendiert müssen. Aber Anfang Juni 2006 hatte das Landesamt vor, Herrn Temme wieder in die Dienste des Verfassungsschutzes zurückzuholen. Aus den Akten und aus den Vernehmungen konnten wir ermitteln, dass Sie ihn für einen der besten Mitarbeiter des Landesamtes des Verfassungsschutzes halten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Hessische Landtag wurde damals vom damaligen Innenminister mehrere Monate nicht informiert über diese Vorgänge. Erst durch einen Bericht in der Bild-Zeitung, man höre und staune, hat die Öffentlichkeit, hat der Hessische Landtag davon Kenntnis erlangt. Und deswegen, wenn ein hochrangiger Mitarbeiter des Verfassungsschutzes, möglicherweise sogar der damalige Präsident, sagt, na ja, man könne ja die Arbeit des Landesamtes für Verfassungsschutz lahmlegen, indem man nur eine Leiche daneben legt, dann zeigt, hier stimmt etwas in der Grundausrichtung nicht, im Verständnis des Verfassungsschutzes, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das müssen wir aufklären. Und jetzt kommen Schwarz und Grün daher und sagen, wir machen euch ein großzügiges Angebot. Das ist schon mal das erste grundlegende Missverständnis. Hier geht es nicht um Angebote. Nicht die Landesregierung kontrolliert das Parlament und Abgeordnete. Nein, meine Damen und Herren, Sie müssen da etwas verwechseln haben. Es ist genau umgekehrt. Der Hessische Landtag kontrolliert diese Landesregierung und ihre Behörden. Das ist ein grundlegendes Missverständnis, was Sie hier an den Tag legen. Und Sie unterstellen ja auch in Ihrem ziemlich merkwürdigen Antrag, also wissen Sie, was wir im Landtag behandeln, das müssen Sie schon einmal uns überlassen. Ob Ihnen das persönlich passt oder in China deshalb Kreisumfeld, ist uns ziemlich egal. Das entscheiden wir noch, was wir hier thematisieren und diskutieren. Und damit das auch klar ist, Sie unterstellen, dass die bisher vorgenommenen Aktenschwärzungen alle in Ordnung sind. Woher wollen Sie das eigentlich wissen? Haben Sie schon einmal ein Gespräch gehabt mit der Landesregierung darüber? Haben Sie mehr Erkenntnisse als wir? Sie haben bisher gegen die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgericht ist verstoßen, und deswegen können Sie sich nicht hier hinstellen, alle Aktenschwärzungen sind berechtigt. Völlig absurder Vortrag, den Sie in der Ziffer 2 und 1 Ihres Antrags hier deutlich machen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und der Hessische Untersuchungsausschuss hat eine Besonderheit. Sowohl die Untersuchungsausschüsse in Nordrhein-Westfalen, in Sachsen, in Thüringen, in Baden-Württemberg, als auch beim ersten und zweiten Mal der Untersuchungsausschuss in Berlin haben jeweils einstimmig den Untersuchungsausschuss eingesetzt. Das ist der zentrale, elementare Unterschied. Und so ist es auch bei der Debatte und der ersten Sitzung gestern deutlich geworden. Überschrift in Berlin, aufklären, neuen Rechtsterror vorbeugen. Und wie sagte der Ausschussvorsitzende Herr Billinger, Klammern CDU, der auch übrigens eine hervorragende Figur hier bei seiner Aussage in Wiesbaden gemacht hat, wie übrigens alle Obleute der Fraktionen des Bundestages, übrigens von CDU bis Linke. Da gibt es nicht die Spielchen und Mätzchen, eine Fraktion auszugrenzen. Herr Billinger sagte, in guter Tradition alles einstimmig. Und das soll auch das Zeichen dafür sein, dass wir diese wichtige und schwierige Arbeit auch weiterhin parteiübergreifend machen wollen. Ja, meine Damen und Herren, das ist der Ansatz. Das fordern wir von CDU und GRÜNEN in diesem Hessischen Landtag endlich hier und heute ein. Und wie sagte die grüne Abgeordnete auch gestern in Berlin, insbesondere Frau Michalitsch, insbesondere wichtig das V-Leute-System, was sich im NSU-Umfeld bewegt. Da sind viele, sehr, sehr viele wichtige Fragen für uns zu klären. Sollte sich der eine oder andere aus der gleichen Partei mal dieses Vorbild annehmen, weil in der Tat die Rolle der V-Leute eine wichtige ist. Aber wenn ich nicht an Informationen komme, kann ich nicht aufklären. So einfach ist die Welt. Wenn Zeugen nur geheim vernommen werden können, dann hat die Öffentlichkeit nicht die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Und das ist doch eine der zentralen Fragen. Durch diese schreckliche Mordserie ist doch Vertrauen in den Rechtsstaat erschüttert worden. Und da müssen wir doch gemeinsam daran arbeiten, dieses verloren gegangene Vertrauen wieder zurückzuholen. Wer das behindert, ist dann schuld, dass diese öffentlichen Diskussionen weitergehen. Und deswegen Aufklärung uneingeschränkt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir sind ja schon sehr gespannt, wenn der Innenminister seinen Gesetzentwurf dann mal vorlegen wird zur Reform des Verfassungsschutzes. Weil das dringend notwendig ist, zeigen die bisherigen Ergebnisse.
Auch in einem demokratischen Rechtsstaat braucht ein legitimierter Verfassungsschutz parlamentarische Kontrolle, und zwar richtige parlamentarische Kontrolle, und nicht, dass die Abgeordneten als Bittsteller gegenüber Behörden auftreten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wissen Sie, was wir nicht mehr bereit sind hinzunehmen, CDU und GRÜNE in Sonntagsreden reden von Aufklärung. Montags, wenn der Untersuchungsausschuss 12 Stunden und länger tagt, wird mit allen möglichen Verfahrenstricks versucht, die Arbeit zu behindern. Herr Bellino hat ja schon gesagt, die Arbeit des Untersuchungsausschusses kann möglicherweise noch 3 Jahre dauern. Nein, wir wollen in dieser Wahlperiode zu Ergebnissen kommen. Dinge, die da sind, müssen aufgeklärt werden. Wir wollen Konsequenzen ziehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen hören Sie auf mit Ihren Nebelkerzen. Wir werden das alles auch juristisch prüfen. Wir sind durchaus erfahren, unsere Rechte durchzusetzen, wo sie denn möglich sind. Da haben wir gute Argumente. Es liegt an Ihnen zu sagen, wir wollen gemeinsam die Aufklärungsarbeit richtig ernst nehmen. Da sind wir den Opfern, den Familien schuldig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und die Rolle der GRÜNEN, wissen Sie, die Rolle der GRÜNEN, Sie haben doch sich um 180 Grad mehrfach gedreht. Klären Sie endlich auf, meine sehr verehrten Damen und Herren. Stellen Sie die Unterlagen diesem Untersuchungsausschuss zur Verfügung. Das ist der Ansatz, den wir wollen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rudolph. Bevor wir in der Debatte weiterfahren, darf ich zum vorherigen Punkt noch einmal festhalten, dass wir den Antrag Top 78 in den WKA überwiesen haben. Wenn Sie das nicht mitbekommen haben, deshalb will ich das Protokoll noch einmal festhalten. Dann ist der nächste Redner der Kollege Bellino, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Alle Fraktionen haben immer wieder betont, dass dieser Untersuchungsausschuss kein Ausschuss wie jeder andere ist. Mit dem aktuellen Setzpunkt der SPD beweisen die Sozialdemokraten aber einmal mehr, dass es sich hierbei wohl um ein Lippenbekenntnis handelt. Da ist noch nicht einmal etwas von der Verantwortungsbasis zu spüren, von der Fraktionsvorsitzender Schäfer-Gümbel am Dienstag sprach, und das bei diesem Thema. Ich habe im Vorfeld mehrfach ausgeführt, dass eine solche Debatte dem Ansehen des Parlaments insgesamt schadet. Im UNA habe ich immer wieder appelliert, auf Streit um Formalien und gegenseitige Unterstellungen zu verzichten, der Sache wegen, aber vergebens, schade. Vor diesem Hintergrund und aufgrund der Vielzahl von wahrheitswidrigen Unterstellungen der letzten Monate und auch heute wieder nehme ich jetzt die Gelegenheit, diese öffentlich zu widerlegen und darzustellen, wie widersprüchlich und kontraproduktiv sich die Opposition verhält, wenn die Kameras aus sind bzw. wir nicht erwidern können, beispielsweise in Pressegesprächen. Ich fange mit einem ersten Vorwurf an. Wir hätten den Untersuchungsausschuss blockiert, ja, zu verhindern versucht. Wahr ist, dass wir Ihnen angeboten haben, gemeinsam einen Text für einen Einsetzungsantrag zu erarbeiten, wie im Bund. Dieses Angebot, Herr Rudolph, der Sie gerade dazwischen lachen, wurde abgelehnt. Herausgekommen ist ein schlechter Einsetzungsantrag. Entgegen Ihrer Darstellung haben die regierungstragenden Fraktionen den Untersuchungsausschuss auch nicht zu verhindern versucht, sondern wir haben aufgrund Ihrer Verweigerungshaltung bei der Abstimmung über diesen unzureichenden Einsetzungsantrag uns enthalten, übrigens gemeinsam mit der FDP. Und darüber hinaus hätten wir Ihnen entgegen Ihrer Darstellung auch gar nicht verhindern können, auch nicht wollen, da das Quorum mit den Stimmen der SPD-Fraktion bereits erreicht war, um einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Also mehrere Falschdarstellungen Ihrerseits. Weitere Falschdarstellung. Wir würden die Arbeit des Untersuchungsausschusses verzögern. Die Realität beweist das Gegenteil. Beleg Nummer 1. Sie haben einen ersten Beweisantrag eingereicht, der so daneben war, dass er nicht vollzogen werden konnte. Stichwort umfassende Beiziehung von Akten. Hier haben Sie ebenfalls unser Angebot abgelehnt, einen praktikablen und rechtmäßigen Text zu erarbeiten. Das Ergebnis eine unnötige Verzögerung, die Sie zu verantworten haben. Dies ist nicht nur unsere Meinung und auch nicht nur die Meinung der hessischen Behörden, sondern auch die der Bundesbehörden.
explizit das SPD-geführte Justizministerium in Berlin und das Oberlandesgericht in München haben uns mitgeteilt, dass dieser Beweisantrag in einem Rechtsstaat nicht die Grundlage für eine Akteneinziehung sein kann, da er viel zu stümperhaft, unkonkret und damit unzulässig ist. Beleg Nummer zwei. Wir haben daraufhin unzählige Vorschläge erarbeitet, um sowohl das Verfahren des Untersuchungsausschusses als auch Ihren Beweisantrag gangbar zu machen. Diese Vorschläge hat der Ausschuss dann auch gemeinschaftlich umgesetzt, so z.B. in Form der Koordinierungsgespräche, die Ihren Beweisantrag erst zur dringend notwendigen Konkretisierung verholfen haben. Der dazu notwendige Beschluss konnte aber erst im Januar gefasst werden. Ihre Sturheit, meine sehr geehrten Damen und Herren von der Opposition, war es aber, die dem Untersuchungsausschuss eine Verzögerung von 6 Monaten beschert hat. Von Januar bis heute konnten dann endlich auf gesicherter rechtlicher Grundlage über 650 Akten bereits geliefert werden, teilweise nach umfangreichen, zeitraubenden, länderübergreifenden, aber notwendigen Abstimmungsprozessen. Beleg Nummer 3. Wegen der begrenzten Redezeit nur im Staccato. Unsere Vorschläge zu den Koordinierungsgesprächen mit den aktenabgebenden Stellen, unser Vorschlag zu einer Grobstruktur, die praktikabel ist, die Platzierung eines von uns vorgeschlagenen Sonderermittlers, der die Akten in den Behörden sichtet, und vieles andere mehr, dienten immer einer möglichst zügigen und effizienten Bearbeitung in diesem wichtigen Untersuchungsausschuss. Beleg Nummer 4. Beim Thema Verzögerung führen Sie immer die mehr zu geringer Sitzungstermine an. Mich freut es, heute einmal ausführen zu können, wie sich dieser Punkt wirklich darstellt. Wir haben mehrfach darauf hingewiesen, dass bei einem Sitzungsrhythmus von weniger als 3 Wochen Probleme mit der Protokollerstellung geben kann. Dies hat Sie nicht interessiert. Jetzt haben Sie es kritisiert. Wir hatten Ihnen vorgeschlagen, die Zahl der Sitzungstermine deutlich zu erhöhen. Wir haben Ihnen die meisten Terminvorschläge gemacht. Wir haben vorgeschlagen, Teile der Ferien mit einzubeziehen, länger zu tagen, früher anzufangen. Was war die Reaktion von Ihnen? Früher geht nicht, weil man morgens wichtige Verpflichtungen hat. Abends länger zu tagen geht nicht, weil man abends ebenfalls wichtige Verpflichtungen hat bzw. nicht mehr aufnahmefähig ist. Heute schon Aussagen treffen zu müssen, was man in den Sommerferien 2016 macht, sei unzumutbar. Es wurde kritisiert, dass man keine Mittagspause hat und dass 3 Zeugen an einem Tag zu viel seien. Zahnarzttermine, Podiumsdiskussionen, Kinder in den Kindergarten bringen. Ein Moment mal bitte, Herr Kollege Bellino. Herr Kollege Rudolph, Sie haben jetzt zum zweiten Mal reingerufen, glatt gelogen. Ich glaube, wir sind uns einig, dass das keine parlamentarische Formulierung ist. Ich würde Sie bitten, dass Sie diese Formulierung unterlassen. Kollege Bellino. Es ist alles belegbar. Es ist alles belegbar, Herr Kollege Rudolph. Zahnarzttermine, Teilnahme an Podiumsdiskussionen, Kinder in den Kindergarten bringen, parlamentarische Abende. Was haben wir uns alles anhören müssen, wenn es darum ging, Termine zu finden? Uns vorzuwerfen, wir würden blockieren und dabei selber auf der Bremse stehen, das lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Ich könnte jetzt noch stundenlang referieren und Belege anführen, aber ich möchte mich dem Thema Schwärzungen zuwenden, Ihrer dritten und für heute letzten zu entlarvenden Falschdarstellung. Sie fordern ungeschwärzte Akten, obwohl zumindest Ihre Obfrau in dem Untersuchungsausschuss sehr wohl weiß, dass Schwärzungen rechtlich geboten sind. Schließlich hat sie ja im Gießener Anzeiger das im Bundestag praktizierte Treptow-Verfahren gelobt. Dabei geht es darum, dass die Obleute in die Behörde nach Treptow gefahren sind, um die Plausibilität von Schwärzungen, die im Bundestag viel umfangreicher sind als hier in Hessen, zu überprüfen. Die Hessische Landesregierung hat nun einen Verfahrensvorschlag unterbreitet, der so weitgehend ist, wie er in keinem anderen Untersuchungsausschuss in dieser Republik praktiziert wurde. So wurde in Hessen allen Mitgliedern des Untersuchungsausschusses und deren Stellvertretern angeboten, die ungeschwärzten Akten im Hessischen Landtag einzusehen und zusätzlich sogar
von sachkundigen Mitarbeitern erläutern zu lassen. Das heißt, die Abgeordneten, die vom Hessischen Landtag den Untersuchungsauftrag erhalten haben, können alles, ich betone, alles sehen. Das heißt auch, dass sie mehr sehen als die Mitarbeiter des Landesamtes für Verfassungsschutz, wo eben nicht jeder alles sehen kann. Meine Damen und Herren, das entlarvt Sie, und Sie müssten da wenigstens einen sehen, der sich bei diesem Punkt vergaloppiert hat. Und selbst Ihre Obfrau im Deutschen Bundestag, Frau Dr. Högel, hat gesagt, aus Zeitgründen zitiere ich jetzt nicht in Gänze, dass man nicht alles hat sehen müssen, dass die V-Leute zu schützen sind und dass man eben auch bestimmte Dinge, bestimmte Passagen gar nicht sehen wollte. Ich muss Ihnen sagen, ich stimme Frau Dr. Högel vollkommen zu, muss aber auch feststellen, dass Ihre Aussagen, Herr Rudolph, im Widerspruch zu dieser Aussagen stehen. Ein verantwortungsvoller Umgang mit sicherheitsrelevanten Informationen ist notwendig. Gerade in Zeiten wie diesen sollte doch da zumindest Konsens bestehen. Denken Sie doch einmal an die Absage des Länderspiels in Hannover, die wahrscheinlich Schlimmeres verhindert hat. Diese Absage kam doch nicht zustande, weil irgendjemand in Universitätsbibliotheken recherchiert hat. Diese Absage kam doch mit Sicherheit zustande, weil wir belastbare Informationen von Informanten hatten. Und diese Informanten gilt es zu schätzen. Wer hier leichtfertig ist, gefährdet unsere Sicherheit. Wer hier leichtfertig ist, gefährdet unsere Sicherheit. Und noch einmal, meine sehr geehrten Damen und Herren von der Opposition, Sie haben die Möglichkeit, jede Schwärzung zu überprüfen und damit jede Information zu sehen. Doch wenn Sie sich von der Rechtmäßigkeit der Schwärzung überzeugt haben, dann sollte dies doch genügen. Deshalb fordere ich insbesondere Sie, Herr Rudolph, auf, im Interesse der Sicherheit der Bürger unseres Landes, im Interesse der Arbeitsfähigkeit unserer Sicherheitsbehörden und auch im Interesse des Ansehens des Untersuchungsausschusses, Ihre parteipolitischen Spielchen, um Formalien zu beenden und sich endlich ausschließlich auf die konstruktive Sacharbeit zu konzentrieren. Wir sind dazu nach wie vor bereit. Vielen Dank, Kollege Bellino. Das Wort hat der Abg. Hermann Schaus, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich begrüße, dass wir hier heute in öffentlicher Sitzung über die Schwärzung in dem NSU-Untersuchungsausschuss gelieferten Akten beraten. Dieses Thema beschäftigt uns im Ausschuss schon eine Weile und wird hinter verschlossenen Türen hart diskutiert. Herr Bellino hat ein gutes Beispiel eben abgegeben, was hinter verschlossenen Türen so alles abgeht. Herr Bellino, es macht mich fast sprachlos, wenn Sie hier Dinge anführen wie Zahnarzttermine oder das Bringen der Kinder in den Kindergarten. Ich sage nur, das ist schäbig, das ist falsch, das ist unerträglich. Ich hingegen bin der Auffassung, dass die Öffentlichkeit ein Recht hat, zu erfahren, mit welchen Problemen die an Aufklärung interessierten Fraktionen im Ausschuss konfrontiert sind. Dennoch stellt sich mir heute ein Problem. Denn die Akten, um die es hier geht, die in weiten Teilen geschwärzt sind, sind in großen Teilen als Verschlusssache vertraulich oder Verschlusssache geheim eingestuft. Wie Sie wissen, dürfen Dokumente nur dann eine solche Einstufung erhalten, wenn ihre Kenntnisnahme durch Unbefugte die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder gefährden oder ihre Interessen schweren Schaden zufügen kann. Diese Dokumente sind besonders geschützt. Der Landtag hat für ihre Aufbewahrung extra einen Tresorraum geschaffen, und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mussten sich einer Sicherheitsüberprüfung unterziehen. Wer Informationen aus diesen Akten preisgibt, muss mit einem Strafverfahren wegen Geheimnisverrat rechnen.
Es geht also entgegen der öffentlichen Darstellung der CDU nicht um die Frage, was öffentlich gemacht wird und was nicht. Es geht um den einfachen Fakt, dass dem Parlament alle Informationen vorliegen müssen, damit es seine Aufgabe als parlamentarische Kontrolle effektiv ausüben kann. Wir müssen als Volksvertreter auf Basis der uns vorliegenden Unterlagen eine politische Einschätzung treffen können. Und in diesen besonders geschützten Unterlagen sind nun seitenweise Schwärzungen vorhanden. Diese Schwärzungen sind dann beispielsweise lapidar begründet mit dem einzelnen Wort Staatswohl. Das ist schlichtweg nicht hinnehmbar. Das Parlament hat den Verfassungsauftrag, die Regierung zu kontrollieren und die Aufklärung der NSU-Morde und der skandalösen Rolle der Behörden ist von hoher Bedeutung. Diese Aufklärung wird aber durch Hunderte von Schwärzungen verhindert, weil man die Akten teilweise überhaupt nicht lesen kann, meine Damen und Herren. Oft sind die Schwärzungen sogar überhaupt nicht begründet. An anderen Stellen fehlen viele Seiten ohne ein Wort der Begründung. Nur um das der Landesregierung gegenüber nochmals klarzustellen, für den Schutz des Staatswohls sind Regierung und Parlament gemeinsam verantwortlich. Gemeinsam, meine Damen und Herren. Und wenn Sie das nicht glauben, dann lesen Sie im Flick-Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Deshalb, es kann nicht sein, dass die Regierung begründungslos Akten schwärzt, in einem Fall, in dem die Regierung zu kontrollieren ist. Diese Schwärzung macht insbesondere das Landesamt für Verfassungsschutz. Wenn es aber eine Behörde gibt, bei der ich große Zweifel daran habe, ob sie der Causa NSU, das Staatswohl oder eher sich selbst schützen will, dann ist es das Landesamt für Verfassungsschutz, meine Damen und Herren. Es ist absurd, dass ausgerechnet die Behörde, die sich durch das unerträgliche Verhalten ihrer Mitarbeiter in der Sache NSU zum Hauptuntersuchungsgegenstand des Ausschusses gemacht hat, nun auf derartige Art und Weise versucht, die parlamentarische Kontrolle zu begrenzen. Zur Aufklärung des NSU-Komplexes und der Rolle der Geheimdienste gibt es diesen Untersuchungsausschuss. Und um diese Aufklärung zu ermöglichen, sind ungeschwärzte Akten erforderlich. Tatsächlich schützenswerte Informationen wie die Identität bestimmter Personen sind durch die VS-Einstufung hinreichend geschützt. Nun ist es ja so, dass die CDU letzte Woche gegenüber der Presse behauptet hat, alle Akten zu NSU seien einsehbar, und in keinem anderen Bundesland würde den Abgeordneten ein so weitreichender Zugang zu Dokumenten erlaubt wie in Hessen. Meine Damen und Herren, das ist absoluter Unfug. Und Herr Bellino, wenn Sie sich einmal die Mühe machen würden, in den Aktenleseraum zu gehen und eine Akte zur Hand zu nehmen, dann wüssten Sie das auch. Ja, der von CDU und GRÜNEN am Montag um 20.45 Uhr im Untersuchungsausschuss vorgelegte Vorschlag ist keine Grundlage für eine einvernehmliche Lösung. Er ist der Versuch der öffentlichen Verschleierung, der Destruktion der Koalitionsfraktion. Der Destruktion der Koalitionsfraktion. Ich möchte das Problem, damit Sie auch erfassen können, worum es geht, das Problem, über das wir hier reden, mal etwas quantifizieren. Von den ca. 700, hören Sie mal zu, Frau Dorn, von den ca. 750 Aktenordnern, die der Ausschuss nach langer Wartezeit endlich bekommen hat, sind 222 vertraulich oder geheim. 222. Ich habe mir hier einmal 10 exemplarisch herausgenommen. Das waren insgesamt 3.629 Seiten. Und in diesen waren insgesamt 508 Seiten als Fehlblätter, also komplett leere Seiten, die noch nachgeliefert werden sollen. Von den übrigen 3.121 Seiten
enthalten 362 Schwärzungen. 362. Das muss man sich einmal vorstellen, meine Damen und Herren. Knapp 20% Fehlblätter und über 10% Schwärzung. Versuchen Sie einmal, ein Buch zu lesen, in dem 20% der Seiten leer sind und 10% geschwärzt sind, und zwar immer an den spannendsten Stellen. Dann will ich wissen, was Sie dann als Ergebnis haben und wie Sie dieses Buch lesen können. Wir haben beantragt, dem Ausschuss unverzüglich alle Akten ungeschwärzt und vollständig zu geben. Eventuelle Schwärzungen müssen zwingend schriftlich und nachvollziehbar begründet werden. Der nun von CDU und GRÜNEN gemachte Verfahrensvorschlag ist hingegen völlig unpraktikabel. Jeder Abgeordnete soll persönlich wegen jeder einzelnen Schwärzung einen Termin mit Verfassungsschutzmitarbeitern machen und mit denen dann jedes einzelne Blatt in hunderten Ordnern durchgehen. Und wenn ich das Entschwärzen dann verlange, dann muss ich das schriftlich machen, und der gesamte Ausschuss muss über jede einzelne Schwärzung diskutieren und entscheiden. Das ist doch wegen der Masse überhaupt nicht handelbar, und das wissen Sie auch. Das ist Ihr Vorschlag, meine Damen und Herren. Der Ausschuss, das ist das, was Sie vorgeschlagen haben, natürlich. Der Ausschuss und die Fraktionen, Herr Bellino, haben Mitarbeiter zur Seite gestellt bekommen, deren Aufgabe es unter anderem ist, die Akten zu lesen und juristische Einschätzungen z.B. wegen vorgenommener Schwärzung zu treffen. Diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind extra sicherheitsüberprüft. Es besteht überhaupt keiner sachlichen Grund, diesen Personen die Einsicht in die Akten zu verwehren, außer man möchte die Aufklärungsarbeit der Fraktionen behindern, und darauf geht es, läuft es ja hinaus. Nebenbei die Mitarbeiter des Verfassungsschutzes, die es ja hier zu kontrollieren gilt, haben ja auch den Zugang zu allen Akten, ungeschwärzt. Aber eine Behörde steht nicht über dem Parlament, meine Damen und Herren. Die einzige mögliche Begründung für Ihr Verhalten ist, dass Sie die Aufklärungsarbeit verhindern wollen. Dazu sage ich ganz und klar, das wird Ihnen nicht gelingen, meine Damen und Herren. Und lassen Sie mich zum Schluss noch einmal feststellen. Mir fällt kaum etwas ein, was dem Staatswohl mehr schaden würde, als wenn wir diesen NSU-Komplex nicht vernünftig aufklären würden. Deshalb hören Sie auf, das Staatswohl pauschal als Grund für Schwärzung zu nennen, sondern tragen Sie zur Aufklärung bei und liefern Sie endlich die Akten, ungeschwärzt. Vielen Dank, Kollege Schaus. Das Wort hat der Abg. Frömmrich, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Dieses Thema, dieser Ausschuss, diesen Komplex, mit dem wir uns beschäftigen, und solch eine kleinkarierte, parteipolitisch motivierte Rede, es ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich, meine Damen und Herren. Und ich bin sehr dafür, dass wir die Probleme offen ansprechen und dass wir auch ringen, Lösungen in den Problembereichen zu finden. Aber hier den kleinkarierten politischen Geländegewinn in den Mittelpunkt der Debatte zu stellen, finde ich unglaublich. Ich sage es noch einmal. Ich finde es auch sehr bedauerlich, meine Damen und Herren, dass wir dieses wichtige Verfahren im Umgang mit den Akten des Untersuchungsausschusses 19-2 im Plenum des Hessischen Landtags in solch konfrontativer Art diskutieren. Ich glaube, es wird dem Aufklärungsinteresse einerseits, aber auch dem Umgang mit Geheimschutzinteressen andererseits in keiner Weise gerecht. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir nach der vergangenen Sitzung im Untersuchungsausschuss auf einem, wie ich meine, guten Weg waren, eine Lösung zu finden. Ich bin überzeugt, dass wir für diesen wichtigen Komplex, es ist ein wichtiges Thema, eine richtige Lösung finden werden.
Und es ging da gar nicht um Angebote, die wir gemacht haben oder irgendwas, sondern es war ein Vorschlag unsererseits, über den in diesem Ausschuss offen geredet werden sollte. Wir haben nicht einen Tag vorher ein Zeitungsinterview gegeben und nichts vorgelegt, sondern wir sind in den Ausschuss gegangen und haben einen Vorschlag auf den Tisch gelegt. Das hätte ich mir von anderen auch gewünscht, meine Damen und Herren. Ich habe am Montag schon nicht verstanden, warum die SPD das Thema Umgang mit Schwärzungen zum Setzpunkt angemeldet hat, obwohl wir doch im Ausschuss noch über dieses Thema beraten wollten. Und warum haben Sie eigentlich nicht die Ausschussberatungen abgewartet? Ich finde, es ist nicht der immer postulierte Weg von Ihnen, der Zusammenarbeit, des gemeinsamen Aufklärungsinteresses über Parteigrenzen hinweg. Das ist nicht das, was die Praxis ist. Und das haben wir gerade auch an den Reden gehört. Ich würde mir wünschen, dass die Reden, die immer in die Kameras gehalten werden, nach dem Motto Gemeinsamkeit, Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg, dass diese Reden auch eingehalten würden, wenn die Türen geschlossen sind und im Untersuchungsausschuss gearbeitet wird. Das würde ich mir wirklich wünschen, meine Damen und Herren. Ich würde mir wünschen, dass die auftretenden Probleme gemeinsam gelöst werden, dass nach Kompromissen gesucht wird und damit der Aufklärungsauftrag des Hessischen Landtags umgesetzt wird. Ich würde mir wünschen, dass der Aufklärungsinteresse des Landtags umgesetzt würde. Wir haben einen Vorschlag vorgelegt, der einen Weg aufzeigt, wie man mit Schwärzungen umgehen kann. Wir haben einen vorgelegt. Nun kann man vonseiten der Opposition sagen, das reicht nicht. Aber vor einem Gespräch über die Frage, wie weit muss man noch Kompromisse eingehen, schon einmal einen Setzpunkt einzureichen und vorzulegen, zeigt nicht, dass die gemeinsame Lösung im Mittelpunkt gestanden hat. Und das muss man, glaube ich, hier auch einmal hinterlegen. Ich finde es wenig hilfreich. Ich habe das gerade schon gesagt. Ich finde es wenig hilfreich, vor den Kameras die Statements abzugeben und dann genau andersrum und parteipolitisch motiviert zu halten. Ich würde mir wünschen, dass wir diesen Ausschuss wirklich zu einem überparteilichen Ausschuss machen würden, meine Damen und Herren. Das gilt im Übrigen auch für die angesprochene Thematik der Schwärzung. Den PUA des Untersuchungsausschusses, den PUA Bundestag für die gute Arbeit loben. Wenn aber die Hessen sogar noch offenere Regelungen für Schwärzungen vorschlagen, dann stellen Sie sich hin und kritisieren das als Behinderung und als Nichtaufklärungsinteresse. Das ist doch nicht nachvollziehbar, meine Damen und Herren. Nochmal. Was kann man im Umgang mit Akten anderes machen, als anzubieten, die ungeschwärzte Akte hinzulegen und den Mitgliedern des Ausschusses und den Stellvertretern der Ausschüsse den Einblick in die offene Akte zu gewähren? Was geht offener, meine Damen und Herren? Ich verstehe es nicht. Es wäre sinnvoll, wenn man es einmal erklären würde, meine Damen und Herren. Was kann transparenter sein, als eine ungeschwärzte Akte im Ausschuss vorzulegen? Dem Ausschuss vorzulegen, den Ausschussmitgliedern, Herr Kollege Schaus, vielleicht kommen Sie einfach einmal runter, in einer solch wichtigen Debatte nicht Ihre parteipolitische Art und Weise hier vorzuspielen im Hessischen Landtag. Seien Sie einfach einmal ruhig. Meine Damen und Herren, Herr Kollege Schaus, bitte, komm, wir wollen wieder hier zu einem normalen parlamentarischen Verfahren zurückkommen. Bitte, alle sollen ihre Worte wägen. Ich auch. Der Kollege Frömmrich hat das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich verstehe die Kritik an diesem Punkt nicht. Das soll auch hier im Aktenraum des Hessischen Landtags geschehen, nicht wie beim Treptow-Verfahren. Ich sage noch einmal, Treptow-Verfahren, PUA Berlin gelobt worden, nicht wie im Treptow-Verfahren, dass man in die Außenstelle des Verfassungsschutzes fahren muss. Die Mitarbeiter der aktenführenden Behörden und die Vertreter der Landesregierung sollen dann erläutern, warum die Schwärzungen sind. Das soll plausibel geschehen. Sollte es zu unterschiedlichen Auffassungen über diese Schwärzungen geben, das ist unser Vorschlag, berät der Ausschuss über das weitere Verfahren zum Umgang mit diesen Aktenteilen. Natürlich wird dann auch schriftlich begründet,
warum es zu diesen Schwärzungen aus Sicht der herausgebenden Behörde notwendig ist. Natürlich wird dann schriftlich begründet. Das ist doch auch logisch. Das ist doch auch aus Oppositionsrecht wichtig, das zu fordern, dass man verständlich erklärt bekommt, warum das so ist, und damit man ein Rechtsschutzinteresse hat. Das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Da brauchen wir doch hier nicht drüber zu streiten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber das ist unser Vorschlag. Damit wird doch Ihr Interesse am Rechtsschutz gewahrt. Sie brauchen natürlich eine schriftliche Begründung, im Konfliktfall die Angelegenheiten rechtlich überprüfen zu lassen. Eine Selbstverständlichkeit, meine Damen und Herren. Die Ausschussmitglieder werden nicht nur Klarnamen und nicht nur sensible Informationen, sondern dann auch offene Akten, ungeschwärzte Akten. Also, sie werden auch Dinge sehen, die vom Untersuchungsauftrag gar nicht gedeckt sind. Wo ist der Konflikt, frage ich mich, wenn wir anbieten, ein Verfahren zu finden? Im Konfliktfall wird die offene Akte hingelegt. Man kann die gesamte Akte nachgucken, ungeschwärzt, und kann sich einen Überblick über den Gesamtzusammenhang verschaffen. Ich verstehe nicht, wo der Konflikt ist, meine Damen und Herren. Wir haben es hier mit sensiblen Unterlagen zu tun, und wie auch andere Behörden. Und es geht doch hier bei dem, was gesagt worden ist, nicht nur um die Akten des Landes Hessen. Es geht um Akten von Behörden, wo wir auf Zusammenarbeit angewiesen sind. Bundesbehörden, BKA, andere Landesverfassungsschutzämter. Und neulich war ja ein Artikel in der Zeitung, da haben wir prompt ein Schreiben des BMI bekommen. Ich zitiere mal. Sollte dieses Vorgehen tatsächlich praktiziert werden, und auch die Unterlagen, für Unterlagen gelten, die von Seiten des BSV vorgelegt werden, wird diese Verfahrensweise von Seiten des Bundesinnenministeriums entschieden widersprochen. Die weitere Zusammenarbeit mit dem Untersuchungsausschuss 12/19/2 wäre dann grundsätzlich zu überdenken. Zitat zu Ende. Man kann doch nicht so tun, als gäbe es kein Problem. Und das ist doch keine grüne Bundesregierung. Das ist eine rot-schwarze Bundesregierung, die ein solches Schreiben schickt. Da muss man doch einfach einmal Einsicht in die Problemlagen haben, meine Damen und Herren. Das Verfahren ist doch nicht in Stein gemeißelt. Wenn es bei dem Verfahren zu Problemen kommt, reden wir darüber, ändern wir etwas, suchen wir ein neues Verfahren. Unser Interesse, Ihr Interesse war immer, dass wir sagen, wir wollen schnelle Aktenlieferungen, damit wir schnell anfangen können zu arbeiten. Ein Verfahren, das dazu führen würde, jede einzelne Schwärzung plausibel zu erklären, würde dazu führen, dass die Akten nicht so schnell gelöst werden. Wir müssen eine Regelung finden zwischen schneller Aktenlieferung und Anspruch auf Geheimhaltungsinteresse. Und das ist unser Vorschlag. Was ist daran schlimm, wenn wir einen Problemfall haben, eine offene Akte anzuschauen und alles nachlesen zu können? Ich verstehe die Kritik nicht, meine Damen und Herren. Und auch in anderen Bundesländern wird das diskutiert. In Nordrhein-Westfalen werden z.B. keine Personalakten herausgegeben. Das haben wir im letzten Untersuchungsausschuss beschlossen. In Nordrhein-Westfalen gibt es einen Streit über den Umgang mit Schwärzungen, genau wie hier. Und die Frage der plausiblen Erklärung ist dort auch im Streit. In Baden-Württemberg wird auch über die Schwärzungen diskutiert. Es ist nicht eine Sache, die nur die hessischen Behörden betrifft. Und wenn Sie hier so eine konfrontative Diskussion aufziehen, tun Sie so, als beschäftigen nur wir uns mit dem Problem. Es ist insgesamt ein Problem, Aufklärung in einem Zusammenhang mit hochsensiblem Material von Verfassungsschutzbehörden, wo man letztendlich Abwägungsprozesse auch zu treffen hat. Das betrifft nicht nur uns, sondern es betrifft alle, die sich mit diesem Themenkomplex beschäftigen. Deswegen bitte ich darum, dass wir in dieser Frage einmal über die Parteigrenzen hinweg eine Lösung finden. Wir haben einen Vorschlag gemacht. Wir sind bereit, darüber zu diskutieren. Wir sind auch bereit, noch Kompromisse zu machen in dieser Frage. Kommen Sie auf uns zu, und bitte hören Sie auf, diese konfrontative Art hier zu machen. Wir haben ein gemeinsames Interesse. Das betonen Sie immer. Dann handeln Sie auch so. Kollege Frömmrich, meine bitte Damen und Sie Herren, zum herzlichen Schluss. Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Rock, FDP-Fraktion.
Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Herr Kollege Frömmrich, Sie haben gesagt, man soll in der Debatte nicht kleinkariert sein. Das fand ich den besten Beitrag in Ihrer Rede. Und den haben Sie sicherlich auf Herrn Bellino gemünzt. Weil, Herr Bellino, ich würde mich freuen, wenn Sie noch einmal eine Minute Zeit fänden und hier vorne sich doch noch einmal für Ihren Redebeitrag in einem gewissen Passus zu entschuldigen. Wer die persönliche Lebenssituation von Abgeordneten zum Thema hier macht, an dieser Stelle, finde ich, nachdem wir am Dienstag über die Gleichberechtigung von Männern und Frauen und ein modernes Familienbild gesprochen haben und Abgeordnete hier kritisieren, weil sie diesem Familienbild Rechnung tragen wollen und ihre Frau arbeitet und sie nicht von dieser Frau erwarten können, dass sie ihren Job aufgibt, weil ihr Mann Abgeordneter ist, sondern dass auch sie Verpflichtungen in der Frage der Betreuung von Kindern haben, dass sie das nicht respektieren und das zum Thema in diesem Landtag machen, ist eigentlich, spricht für sie selbst. Und ich würde mich wirklich Ich würde mich wirklich freuen, wenn Sie die Größe hätten, so etwas kann ja mal passieren, hier eine Minute vorzugehen und zu sagen, an der Stelle, das war nicht so gemeint, und da wird auch keiner mehr ein Wort darüber verlieren, weil das kann aus meiner Sicht nicht Thema hier in diesem Ausschuss sein. Und es sind aus allen Fraktionen Personen betroffen, und ich war auch betroffen, und es ging um mich an diesem Tag. Und ich finde es wirklich sehr schade, dass das dann hier im Plenum zum Thema gemacht wird. Und das muss nicht sein, und das sollte nicht sein. Auch Abgeordnete sind Menschen, auch Abgeordnete haben Familien, auch Abgeordnete haben Kinder und lieben diese Kinder. Und das sollte auch für Ihre Fraktion gelten. Und das ist auch nicht zum Lachen auf der Regierungsbank, liebe Frau Ministerin. Aber zur Sache. Wir haben ja viel Erregung heute gehört. Ich will mal versuchen, es sachlich auf den Punkt zu bringen an der Stelle. Worüber diskutieren wir? Was ist eigentlich die große Aufgabe dieses Ausschusses? Wir haben die Situation, es kam zu einem unglaublichen Versagen der Sicherheitsbehörden in einer Mordserie in Deutschland. Zu einem unglaublichen Versagen der Sicherheitsbehörden in einer schlimmen Mordserie in Deutschland. Das muss aufgeklärt werden. Daraus müssen Lehren gezogen werden. Und wenn hier Herr Bellino Hannover ins Feld führt, wir brauchen Sicherheitsbehörden, wir brauchen gut funktionierende Sicherheitsbehörden, und wir brauchen aber auch Sicherheitsbehörden, auf die wir uns verlassen können. Und daran arbeitet auch dieser Ausschuss nachhaltig mit. Und das ist eine Aufgabe, die uns alle bewegen müsste und die uns auch hoffentlich alle bewegt. Und wir haben einen zweiten ganz wichtigen Punkt, und der auch, glaube ich, jedem, so habe ich das jedenfalls mal hier verstanden, ganz besonders am Herzen liegt. Dieser Vorwurf, der im Raum steht, dass Sicherheitsbehörden womöglich auf dem rechten Auge blind gewesen sind und bei der Ermordung von vielen Menschen, die bei uns gelebt haben, mit Migrationshintergrund vielleicht nicht in die richtige Richtung geschaut hat und lange, lange nicht in die richtige Richtung geschaut hat. Und auch diesen Vorwurf müssen wir bearbeiten, den müssen wir ausräumen. Das sind wir den Opfern schuldig, und das sind wir auch uns allen hier als Parlament schuldig. Und jetzt einmal zu dem eigentlichen Punkt, der vorgetragen worden ist. Der Punkt, und hier bezieht sich der SPD-Antrag, und Herr Rudolph hat das ja hier, glaube ich, auch genau unterlegt, darauf, dass es ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts gibt. Ich beziehe mich jetzt einmal auf eins, das sehr deutlich ist, wo klargestellt wird, dass das Staatswohl für die Bundesregierung und für den Bundestag gilt, die staatswohlorientiert hat. Und die gilt eben auch für die Landesregierung und den Hessischen Landtag. Und da ist keiner besser und schlechter, und wir sind beide verpflichtet auf das Staatswohl, und deshalb kann man den einen nicht schlechter behandeln als den anderen. Das ist erst einmal das Grundsätzliche, was wir akzeptieren müssen. Und wenn wir das akzeptieren würden, wenn die Landesregierung das akzeptieren würde, dann hätte sie uns zum Großteil ungeschwärzte Akten vorgelegt und nicht das, was sie uns vorgelegt hat. Das muss man feststellen. Und dass die Landesregierung uns nicht ausreichend bei der Vorlage der Akten sozusagen berücksichtigt hat, sondern dass sie gegen das Urteil verstoßen hat, zeigt ja der Antrag der Regierungsfraktionen, weil sie das ja mehr oder minder in ihrem Antrag und das, was sie da tun, einräumen. Sie räumen ja ein, dass das, was die Landesregierung gemacht hat, nicht rechtmäßig war. Das räumen Sie ein, und darum versuchen Sie, eine Brücke zu bauen. Und ich glaube, da kann man auch nicht wirklich das anders sehen. Was wir jetzt vorgelegen haben, ist rechtlich nicht in Ordnung. Sie räumen das Stück für Stück ein. Das ist die übliche Salamitaktik. Aber es ist deutlich geworden, Sie müssen jede Schwärzung, die Sie vornehmen,
uns gegenüber begründen, und zwar vorher begründen und nicht nachher. Das ist eindeutig, das kann man nachlesen im Urteil, und da kommen Sie auch nicht dran vorbei. Die Landesregierung hat die Rechte des Parlaments verletzt. Jetzt hat die SPD das zum Thema gemacht und hat zu Recht darauf hingewiesen, dass wir hier ein anderes Vorgehen wählen müssen. Jetzt ist das Vorgehen, das die Fraktionen vorgeschlagen haben von SPD und von CDU und Grünen, ist aus meiner Sicht weder praktikabel noch dem Urteil angemessen, sondern Sie müssen im Vorhinein erklären, warum Sie etwas geschwärzt haben, und nicht im Nachhinein. Und mein Appell gilt hier auch noch einmal. Mein Appell gilt hier auch noch einmal eindeutig an alle Abgeordneten in diesem Plenum und an alle Abgeordneten des Ausschusses. Es geht hier nicht darum, dass wir uns überlegen, welche Landesregierung hat zu welchem Zeitpunkt was falsch gemacht oder welcher Minister hat an welchem Zeitpunkt eine falsche Entscheidung getroffen, sondern in diesem Innenverhältnis geht es erst einmal darum, wie verhält sich der Hessische Landtag gegenüber der Landesregierung, wie nimmt er seine verfassungsmäßigen Rechte wahr, und wie sieht er seine eigene Position. Und meine Position ist es, dass den Abgeordneten genauso wie den Ministern und dass den Mitarbeitern der Abgeordneten, dass nur eine Handvoll Mitarbeiter ist, die sicherheitsüberprüft werden, genauso zu vertrauen ist, wie wir es Mitarbeitern in der Staatskanzlei oder in anderen Behörden dieses Landes tun. Und das muss einmal auf die gleiche Ebene gestellt werden, und daran muss jeder Abgeordnete hier in diesem Hessischen Landtag ein ursächliches Interesse haben. Wir sind nicht die Querulanten in diesem Staat, sondern wir sind die, die genauso ein Interesse haben, dass dieser Staat optimal funktioniert und dass die Rechte und die Verfassung eingehalten werden. Und das wird jeder Abgeordnete, der das mitträgt, dass er sagt, wir wollen grundsätzlich die Akten ungeschwärzt haben. Und wenn es notwendig ist, aus Gründen der Sicherheit, muss es substanziell begründet sein und nachprüfbar begründet sein. Und dann kann man sich immer noch über die eine oder andere Schwärzung streiten. Aber dieser Grundsatz muss eingehalten werden. Und die Vorschläge, die Sie gemacht haben, halten das eben genau nicht ein. Und ich will Ihnen mal sozusagen zeigen, mit was man sich dann abgeben muss. Wenn man eine Akte oder wenn man ein Schriftstück hat, das so aussieht, wenn Sie so ein Schriftstück haben, das so aussieht mit drei Worten, die Sie lesen können, welche Aufklärungsmöglichkeiten haben Sie denn bei so einem Schriftstück? Und von daher muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ich hätte von Ihnen da auch mehr konstruktives Handeln erwartet, damit wir gemeinsam eine vernünftige Lösung finden. Und die Lösung kann nur sein, dass wir im Grundsatz erst einmal die Akten in den Räumen, die eben dem Geheimschutz dienen und den sicherheitsüberprüften Mitarbeitern und den Abgeordneten, diese Akten im Original erst einmal zur Sicht bekommen und nicht so Spielchen, ich muss anrufen, dass einer kommt, mit dem kann ich mich dann streiten, ist es geheim, ist es nicht geheim. Dafür haben wir keine Zeit bei diesen Aktenbergen, sondern wir haben genug Arbeit, uns um diese Aktenberge durchzufressen. Und darum möchte ich auch noch einmal zum Abschluss sagen, wenn wir mit diesem Ausschuss Erfolg haben möchten, und wir als FDP möchten das, dann müssen wir zu einer Arbeitsweise kommen, die diesem Wust von Informationen auch gerecht wird. Und wenn ich mittlerweile, und das will ich ausdrücklich für meine Fraktion sagen, der Meinung bin, wir hätten dem Einsetzungsbeschluss zustimmen müssen, dann ist das ein Stück weit durch zwei Dinge getragen. Ich habe den Herrn Temme persönlich im Ausschuss erlebt und kann nur sagen, wie konnte der Mann im Verfassungsschutz V-Mannführer werden mit diesem Umfeld, mit diesen Hinweisen, die vorliegen? Wie kann das passieren? Und da ist für mich ganz klar geworden, hier ist großer Handlungsbedarf. Das ist für mich nicht erklärbar, wie das passieren konnte. Und wenn ich dann noch als zweiten Bereich sehe, wie kann ein Benjamin G., wie kann dieser Mann tatsächlich für das Wohl und die Sicherheit von Hessen verantwortlich sein? Wenn ich mir alle Treffberichte von Benjamin G. angeschaut habe, alle, und lese, was der berichtet hat, wie es sein kann, dass das, was der berichtet hat, irgendetwas mit der Sicherheit dieses Landes zu tun hat und deshalb nicht sozusagen bei der Aufklärung eines Mordfalls teilnehmen kann, dann ist wirklich höchste Aufklärungsnot. Und dann muss man wirklich sagen, hier muss genau hingeschaut werden, weil ich habe keinen Grund gefunden, warum dieser Mann
nicht hätte aussagen können, was die Informationen, die der geliefert hat, irgendwas mit der Sicherheit des Landes Hessen zu tun haben könnte. Von daher, es gibt viele Indizien, dass wir ganz, ganz wichtige Aufklärungsarbeit in diesem Ausschuss zu tun haben und dass wir wirklich etwas beitragen können, dass unsere Sicherheitsbehörden besser werden können. Wir sollten es allerdings auch in einem sachlichen Umgang miteinander machen, weil dann können wir unsere Arbeitszeit besser einsetzen als in einem Streit. Manchmal muss auch Streit sein, nämlich dann, wenn man die Rechte des Parlaments verletzt. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat Staatsminister Beuth. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zunächst möchte ich die Rahmenbedingungen der Aktenvorlage im Untersuchungsausschuss erläutern. Selbstverständlich unterstützt die Hessische Landesregierung die Arbeit des Untersuchungsausschusses umfassend nach Kräften und kommt ihrer Verpflichtung zur Aktenlieferung vollumfänglich nach. Allein die Sichtung der relevanten Akten, für die wir im Landesamt für Verfassungsschutz bis zu 20 Mitarbeiter eingesetzt haben, gestaltet sich aber schwieriger als bei manch anderem Untersuchungsausschuss. Vor wenigen Wochen war die PKV, unsere Parlamentarische Kontrollkommission, zu Gast im Landesamt für Verfassungsschutz. Dort haben wir uns die Akribie, mit der die Akten aufbereitet werden, auch genauestens angeschaut. Nach meinem Eindruck waren die Kolleginnen und Kollegen sehr beeindruckt. Die Vorsitzende Faeser war dabei. Es blieb keine Frage offen. Schwierigkeiten ergeben sich auch aus einem sehr weitgehenden Beweisantrag der SPD, der derart unbestimmt ist, dass nahezu alle angeschriebenen Stellen des Bundes und der anderen Länder sich außerstande gesehen haben, nach konkreten Akten zu suchen. Im November vergangenen Jahres wurden daher Koordinierungsgespräche mit dem Ausschuss durchgeführt, um überhaupt arbeiten und Akten zusammenstellen zu können, seitdem wird die Sichtung der Akten mit hohem Personaleinsatz durchgeführt. Parallel dazu erfolgte der Umbau im Hessischen Landtag, um geeignete Räume für die Lagerung der teilweise als Verschlusssachen eingestuften Aktenstücke bereitstellen zu können. Dieser Umbau war Anfang Februar 2015 geschlossen. Unmittelbar danach erfolgte am 13. Februar die erste von bisher 10 Aktenlieferungen der Hessischen Landesregierung. Diese beinhaltete insgesamt 445 Aktenbände, davon allein 384 aus dem Geschäftsbereich des Innenministeriums. Eine derart große Zahl an Akten binnen 9 Monaten zu liefern, ist sehr beachtlich, weil jedes einzelne Aktenstück vor der Übermittlung genauestens angeschaut werden muss. Auch bezüglich des Inhalts der Akten wurde ein Maßstab angelegt, der weitaus mehr Informationen bietet, als es etwa im Rahmen der Arbeit des Bundestagsuntersuchungsausschusses der Fall war. Ich möchte hierbei anmerken, dass sich die Bundestagsabgeordneten über die von uns gelieferten Akten zu keiner Zeit beschwert haben. In den von mir bereits angesprochenen Koordinierungsgesprächen im letzten November wurden die anzulegenden Schwärzungsgrundsätze vonseiten der Landesregierung auch den Mitgliedern des Untersuchungsausschusses vorgetragen. Es gab keinerlei Widerspruch. Diese Grundsätze orientieren sich selbstverständlich bereits an der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Ich widerspreche ausdrücklich dem Vorwurf, dass hier unrechtmäßig gehandelt worden wäre. Für Schwärzungen kommen demnach Informationen in Frage, die dem Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung unterliegen, Fälle staatlicher Schutzpflichten für Grundrechte Betroffener, etwa bei verdeckt eingesetzten Personen, und Fälle, in welchen die Funktionsfähigkeit der Sicherheitsbehörden einschließlich ihrer Zusammenarbeit mit anderen Behörden durch eine Offenlegung erheblich erschwert würden. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal betonen, dass eine Schwärzung niemals erfolgt, um die Arbeit des Untersuchungsausschusses zu behindern. Erforderliche Schwärzungen werden begründet und erfolgen ausschließlich, um grundrechtlichen Schutzpflichten Rechnung zu tragen. Und die nachrichtendienstliche Arbeit auch im Verfassungsschutzverbund weiterhin möglich zu machen. Wir benötigen funktionierende Sicherheitsbehörden, vor allem in der gegenwärtigen Lage. Da sind sich wohl alle demokratischen Parteien hier in diesem Hause eigentlich einig. Zu dieser Funktionsfähigkeit gehört auch die Frage des Quellenschutzes, weil sie eine Frage ist, die sich zumindest mittelfristig ganz erheblich auch auf die Sicherheitslage auswirken kann.
Hier geht es nicht weniger als um Leib und Leben von Menschen, die im Interesse der Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger im Lande aktiv sind. Unabhängig von den soeben geschilderten Eckdaten enthielt jedes einzelne Anschreiben zu den Aktenlieferungen das Angebot, die Schwärzungen und Fehlblätter zu erläutern und gegebenenfalls gesonderte Verfahren zu finden, sollten einzelne geschwärzte Passagen für die Arbeit des Untersuchungsausschusses von Interesse sein. Zusätzlich haben wir das Angebot mit Schreiben vom 28. März dieses Jahres wiederholt. Der Vorsitzende hat es in der 17. Sitzung im April weitgehend verlesen. Schließlich haben wir vonseiten der Landesregierung in den beiden vergangenen Sitzungen vom 12. Oktober und am vergangenen Montag einen umfassenden Verfahrensvorschlag unterbreitet, der diskutiert und auf die nächste Sitzung am 4. Dezember vertagt wurde. Der Vorschlag beinhaltet das Angebot, die im Zusammenhang mit den bestehenden Schwärzungen entstandenen Fragen durch Mitarbeiter des Landesamtes zu erläutern. Wenn uns seitens des Ausschusses vorher die Nummer der relevanten Aktenbände mitgeteilt wird, wird der Mitarbeiter die betroffenen Akten offen zur Verfügung stellen und dem Ausschuss anhand eines Vergleichs erläutern, warum an welcher Stelle geschwärzt wurde. Aufgrund der Sensibilität der Akten muss dieses Verfahren natürlich auf den engen Teilnehmerkreis der Abgeordneten begrenzt bleiben. Nur so lassen sich die grundrechtlichen Schutzpflichten und die Arbeitsfähigkeit der Nachrichtendienste gewährleisten. Unser Angebot geht damit weit über ein Vorsitzendenverfahren, wie wir es hier im Hessischen Landtag auch schon angewendet haben, oder über ein Obleuteverfahren hinaus, bei welchem nur der Vorsitzende und sein Stellvertreter bzw. die Obleute Einsicht in die Akten bekommen. Es geht sogar über das hinaus, was beim Bundestag als sogenanntes Treptow-Verfahren praktiziert wurde. Im Treptow-Verfahren waren es den Abgeordneten nämlich nur in den Räumen des Bundesamtes möglich, einzelne Akten anzuschauen. Wir bieten dagegen an, die relevanten Akten, wenn nötig, auch mehrmals in den Landtag zu bringen und die vorhandenen Schwärzungen daran zu erklären. Eine zeitliche Begrenzung besteht hierbei selbstverständlich nicht. Die Mitarbeiter des Landesamtes stehen für dieses Verfahren zur Verfügung, bis keine Fragen mehr offen sind. Darüber hinaus beinhaltet unser Vorschlag die Erfahrungen aus den eben dargestellten Erläuterungen der Schwärzungen sowie die konkreten Bedarfe des Untersuchungsausschusses in diesem Zusammenhang für die zukünftigen Lieferungen aufzugreifen und das Verfahren entsprechend anzupassen. Selbstverständlich werden wir auch bei diesen Akten jederzeit für eine Erläuterung zur Verfügung stehen, sollten auch hier entsprechende Bedarfe des Untersuchungsausschusses auftreten. Vor dem Hintergrund dieses Angebots kann es Ihnen mit diesem Antrag, der hier der Debatte zugrunde liegt, nicht um inhaltliche Fragen gehen. Diese könnten wir klären. Ebenso unverständlich ist die Ziffer 3 des SPD-Antrags. Die bisher erteilten Aussagegenehmigungen waren inhaltlich, nicht beschränkt. Sobald es Nachfragen zu einzelnen Formulierungen gab, wurden diese zeitnah ausgeräumt und die Formulierungen entsprechend angepasst. Probleme im Zusammenhang mit den Aussagegenehmigungen bei den bisherigen Vernehmungen sind mir ebenfalls auch nicht bekannt. Dass Beamte über geheimhaltungsbedürftige Tatsachen nur in geheimer Sitzung aussagen dürfen, damit sie sich selbst nicht strafbar machen, ist doch eine Selbstverständlichkeit. Die Arbeit des Untersuchungsausschusses wird dadurch in keiner Weise behindert. Im Gegenteil, haben wir für diesen Fall eine ausdrückliche Formulierung in die Aussagegenehmigung aufgenommen, um jegliche Missverständnisse auszuräumen. Meine Damen und Herren, ich finde, angesichts der Thematik, Polemik ist hier völlig fehl am Platze. Die Aufklärung der zwei schrecklichen Morde des NSU verdient keine parteipolitisch motivierten Inszenierungen. Und lassen Sie mich noch einen anderen Gedanken loswerden, der mir auch in dem Zusammenhang wichtig ist. Zwei europäische Hauptstädte befinden sich in dieser Stunde im Ausnahmezustand. Unsere Sicherheitsbehörden benötigen aufgrund dieser Herausforderung auch unsere Unterstützung und unseren Rückhalt im Interesse der Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Faeser, SPD-Fraktion, 5 Minuten Redezeit.
nächste Runde schon. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Das ist schon der nächste. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Ich finde das, Herr Innenminister, was Sie gerade zum Schluss gemacht haben, nicht nur unsäglich, sondern in der Sache völlig unangemessen. Die Terroranschläge, die gerade in vielen Ländern dieser Welt viele Opfer gebracht haben und die uns alle gleichermaßen miteinander beschäftigen, hier dafür zu instrumentalisieren, wenn es um eine ganz andere Sache im Hessischen Landtag geht, finde ich unglaublich. Soll in einem Maße ablenken, vermeintlich, wie es nicht in Ordnung ist. Ich will noch einmal klarstellen, Herr Boddenberg, worum wir denn in dieser Debatte überhaupt reden. Worum reden wir denn heute? Warum treffen wir uns heute hier und sprechen über diesen Umstand? Weil, ich will Ihnen sagen, warum. Der Kollege Rhein hat sich umgesetzt, aber ich werde auch das gleich beantworten, Herr Kollege Boddenberg. Wir treffen uns heute hier aus dem einzigen Sachverhalt, weil die Landesregierung geschwärzte Akten vorgelegt hat ohne hinreichende Begründung. Und das ist ein Verstoß gegen das Bundesverfassungsgericht. Ja. Das ist die Ausgangslage, warum wir heute hier streiten. Und das ist eine Behinderung der Arbeit im Ausschuss. Und darüber reden wir heute. Und ich will Ihnen einmal zitieren, was in der Kommentierung zu § 11 Geheimschutz steht. Seit dem Flick-Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist geklärt und durch die sogenannte BND-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts bestätigt, dass die Exekutive nicht ohne Weiteres unter Berufung auf das Staatswohl einem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss Akten vorenthalten darf. Das ist hier passiert, Herr Kollege Wagner. Das ist genau hier passiert. Es sind Akten vorgelegt worden mit solch umfangreichen Schwärzungen, dass sie nicht mehr lesbar sind. Und das ist der Sachverhalt, über den wir reden. Der Fehler liegt eindeutig bei der Landesregierung. Sie haben den Verstoß gegen das Bundesverfassungsgericht Rechtsprechung vorgenommen. Um nichts anderes. Um nichts anderes. Und da geht es auch nicht um Angebote oder kooperatives Verhalten. Der Verstoß liegt bei der Landesregierung. So, das ist zunächst einmal festzustellen und nichts anderes. Und ich finde es unsäglich, wirklich unsäglich, was ich heute hier an Redebeiträgen gehört habe. Da wird zum einen werden Dinge herausgerufen, die persönliche Umstände von Abgeordneten betreffen, übrigens auch den Vorsitzenden dieses Ausschusses, der meiner Meinung nach bekanntermaßen Ihrer Partei angehört. Der erklärt hat, warum er morgens nicht so früh da sein kann. Ich habe dafür viel Verständnis, auch als Mutter, und finde das unsäglich. Und Sie stellen sich hier hin und behaupten einfach, Herr Bellino, es hätte am Anfang der Einsetzung des Ausschusses Ihrerseits ein Angebot gegeben auf Formulierung eines gemeinsamen Antrags. Das ist schlicht die Unwahrheit, meine Damen und Herren. Das ist schlicht die Unwahrheit. Ich habe über Monate selbst mich bemüht, das hinzukriegen, dass wir hier einen gemeinsamen Antrag auf den Weg kriegen. Und es ist unsäglich, ich will das noch einmal ganz deutlich sagen, dass wir der einzige Landtag und das einzige Parlament in der ganzen Bundesrepublik sind, die es nicht hinkriegen, bei diesem sensiblen Thema einen Ausschuss. Kolleginnen und Kollegen, ich bitte um etwas mehr Ruhe für die Rednerin. Ich finde es unsäglich, ich kann das gerne noch einmal wiederholen, Herr Bellino, dass wir das einzige Parlament sind in der Bundesrepublik, die es nicht hingekriegt haben, diesen Ausschuss einvernehmlich einzusetzen, weil Sie und die GRÜNEN das abgelehnt haben. Ich will es ganz klar noch einmal sagen, und die Rolle der FDP war damals auch noch nicht so klar. Sie wollten keinen gemeinsamen Antrag auf den Weg bringen. Und das ist Kollege Bellino, ich bitte Sie, das Wort Lüge zu vermeiden bei den Zwischenrufen. Sie haben dann das Wort, und ich bitte Sie, die Rednerin zu Ende kommen zu lassen. Sie haben hier diesen Antrag nicht mit uns gemeinsam unterstützt und schon gar kein Angebot gemacht, etwas gemeinsam auf den Weg zu bringen. Und etwas anderes hier zu behaupten, ist schlicht die Unwahrheit. Und ich will Ihnen noch einmal sagen, Sie haben den Ausschuss
mit Ihrer Mehrheit über Monate verzögert. Wir haben monatelang keinerlei Unterlagen hier bekommen. Wir haben monatelang keine Zeugen einladen können. Das ist auch übrigens einmalig in der gesamten Bundesrepublik in dem Umgang mit diesem Thema, dieser furchtbaren Mordserie. Und dann sich hier hinzustellen und das Gegenteil zu behaupten, ist unsäglich, unanständig, und ich weiß nicht, wie Sie da noch in den Spiegel gucken können. Vielen Dank. – Als Nächster hat das Wort Kollege Rentsch, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich gehöre dem Landtag seit dem Jahr 2003 an, und es ist wahrscheinlich eine der mit Abstand wichtigsten Grundsatzdebatten, die wir in diesem Landtag bisher geführt haben, weil sie sich mit der Frage beschäftigt, wie ist das Verhältnis zwischen Parlament und Exekutive, also den Grundsatz der Gewaltenteilung hier betrifft, und auf der anderen Seite in einen ganz wichtigen Bereich eingreift, nämlich in die Frage, wie die Kontrollfunktionen derjenigen sind, die das Volk vertreten in einer parlamentarischen Demokratie gegenüber Institutionen, die für die Sicherheit dieses Staates und dieser Gemeinschaft sorgen sollen. Und wer über eine solche Debatte zum Schluss letztendlich diese Debatte degradiert zu einer Frage, wer hat wann, wie, warum sein Kind in den Kindergarten bringen müssen, meine Damen und Herren, der wird nur nicht dieser schwierigen Situation gerecht, sondern, Kollege Bellino, ich glaube, er verfehlt auch den wahren Kern, um den es in diesem Parlament eigentlich gehen muss. Ich weiß aus eigener Erfahrung, Kollegin Faeser, ja, Sie haben recht, wir haben damals gesagt, wir enthalten uns, wir würden das heute nicht noch einmal so machen, auch nach dem, was es an Kenntnissen gibt, dass wir in Funktionen in diesem Parlament auch bestimmte Rollen bedienen müssen. Und Kollege Bellino, dass ein parlamentarischer Geschäftsführer einer Regierungsfraktion natürlich auch immer einen Blick haben muss auf das, was seine Regierungsfraktion macht, und diejenigen, die hinter dieser Regierungsfraktion stehen, der Regierung, derjenigen, die in der Exekutive tätig sind, das ist nicht illegitim, die Verteidigung dieser Situation. Aber wenn auf der Gegenseite die Verteidigung der Gewaltenteilung des Rechtsstaats steht, darf doch hier definitiv nicht streitig sein, für was wir uns gemeinsam einsetzen. Und wir setzen uns doch bitte gemeinsam dafür ein, dass Regierung und die dahinterstehende Exekutive kontrolliert wird, grundsätzlich, und in einem besonderen Fall wie diesem mit einer Mordserie in dieser perfiden Art und Weise die Sensibilität dieses Landtags besonders gefordert ist, das muss doch in einer solchen Debatte heute außer Frage stehen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das muss doch außer Frage stehen. Und deshalb glaube ich, wir sind alle aufgefordert, Situationen entgegenzutreten, die dafür Sorge tragen, dass es in diesem Land einen Staat im Staate gibt, der vielleicht Verfassungsschutz heißt, der nach eigenen Regeln arbeitet, der sozusagen von einer Regierung kontrolliert wird. Wie kontrolliert wird, ist eine Frage, die der NSU-Untersuchungsausschuss ja zu klären hat, wie diese Kontrollfunktion stattfindet. Aber es darf niemals eine Institution in diesem Land geben, die vor der Kontrolle des Parlaments ausgeschlossen ist, meine Damen und Herren. Und darum geht es. Es geht um einen Grundsatzfall der Gewaltenteilung und dafür, dass wir Sorge tragen, dass wir diese Kontrollfunktion auch wahrnehmen können und nicht sozusagen eine Gängelung des Parlaments, die letztendlich dazu führt, dass überhaupt in dieser Frage nicht die vollständige Kontrolle wahrgenommen werden kann. Darum geht es. Und deshalb will ich noch einmal, die Kollegen der Sozialdemokraten haben darauf hingewiesen, auf das Bundesverfassungsgerichtsurteil vom 17. Juni 2009, die sogenannte BNG-Entscheidung, die in dieser Frage alle wesentlichen Grundsätze festlegt. Und jetzt können wir doch gemeinsam feststellen, und Kollege Frömmrich, das können Sie doch nicht ernsthaft bestreiten, nach den Reden, die Sie selbst hier im Parlament vor der Landtagswahl gehalten haben. Also, wir haben doch alle eine Geschichte. Sie können ja sagen, Sie haben Ihre Meinung geändert, aber jetzt so tun, als ob Sie diese Reden, die gehalten haben, fällt schwer. Wir können doch nicht gemeinsam feststellen, dass das, was jetzt passiert ist, zunächst einmal eine Verletzung der Rechte des Parlaments durch die Regierung war. Das ist doch zunächst einmal unstreitig.
und dass wir jetzt zum Zweiten zu einem Verfahren kommen müssen, wo diese Rechte nicht mehr verletzt werden. Ich muss ehrlich sagen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass ein Parlamentarier, der mit Selbstbewusstsein diesen Parlamentarismus lebt und seiner Aufgabe gerecht werden will, ernsthaft über die Frage diskutieren möchte, ob geschwärzte Akten diese Grundlage, über die wir heute reden, nämlich einen Aufklärungsauftrag nachzukommen, wirklich gerecht werden. Und dass die zweite Frage, wie das technische Verfahren ist, ob es wirklich hier ernsthaft zu diskutieren ist, dass wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Abgeordnete begleiten bei der Frage, wie diese Akten zu screenen sind, definitiv dafür Rechnung tragen müssen, dass überhaupt das Verfahren gewährleistet ist, weil bei der Masse, über die wir hier reden, ansonsten das ordnungsgemäße Verfahren gar nicht gewährleistet werden kann, meine sehr geehrten Damen und Herren. Darum geht es doch. Darum geht es doch. Kollege Rentsch, kommen Sie bitte zum Schluss. Und deshalb mein letzter Satz, Frau Präsidentin. Wer sieht, mit wie wenig Manpower dieses Parlament die Kontrollfunktion hier ausüben möchte, der sollte nicht ernsthaft über die Frage streiten, wie das Verfahren ist, sondern sollte gemeinsam alles dafür tun, dass wir dieser Kontrollfunktion gerecht werden können und nicht vor den Bürgerinnen und Bürgern an dieser Stelle versagen, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Bellino, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Kollege Rentsch, in der Tat, wir sind uns der Bedeutung dieses Untersuchungsausschusses bewusst. Ich habe deshalb auch ganz bewusst zu Beginn meiner Rede vorhin gesagt, dass wir alle sagten, das ist kein Ausschuss wie jeder andere. Deshalb habe ich auch im letzten Untersuchungsausschuss abermals dafür geworben, dass wir uns mit diesen Nicklichkeiten nicht mehr befassen, dass wir eben nicht uns gegenseitig Vorhaltungen machen, Unterstellungen machen und bewusst die Unwahrheit sagen, um nicht einen anderen Begriff zu verwenden. Aber dann kam die Rede des Kollegen Rudolphs, und es wurde wieder genauso weitergemacht. Und deshalb nehme ich auch dankbar die zweite Runde jetzt an, um das eine oder andere wiederum klarzustellen, was hier von der Opposition wahrheitswidrig vorgetragen wurde. Und lassen Sie mich beginnen mit diesen Absagegründen, die ich hier genannt habe. Ich habe die nicht gewertet. Ganz im Gegenteil, dass Sie das nicht aushalten, dass die Wahrheit wehtut, das kann ich nachvollziehen. Das kann ich nachvollziehen, weil Sie haben wieder einmal einen Setzpunkt versenkt. Meine Damen und Herren, diese Absagegründe, die haben wir nicht gewertet, die haben wir respektiert. Wir haben die respektiert. Wir haben ja nicht mit Mehrheit gesagt, uns interessiert das alles nicht und wir tagen zu den Zeitpunkten, die wir vorgeschlagen haben. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben sie respektiert. Nur es kann doch nicht sein, dass Sie sich, war das der Scheibenwischer eben da hinten, Frau Präsidentin, war das der Scheibenwischer, der Kollege dort hinten? War das der Scheibenwischer, den Sie eben gemacht haben? Ich habe Sie nicht gefragt, wovon Sie gesprochen haben. Ich habe gefragt, was Sie gemacht haben. Meine Damen und Herren, wir haben diese Absagegründe respektiert. Aber was nicht geht und was wir nicht durchgehen lassen, ist, dass Sie uns vorhalten, wir würden verzögern. Wir haben die allermeisten Terminvorschläge gemacht, und die haben Sie nicht wahrgenommen. Meine Damen und Herren, das ist die Wahrheit. Stichwort Fehlblätter, die hier so hochgehalten werden. Meine Damen und Herren, Fehlblätter heißt nichts anderes, als dass diese Aktenstücke noch in der Abstimmung mit anderen Bundesländern sind. Der Minister, das Landesamt für Verfassungsschutz würden sich strafbar machen, wenn sie die einfach reingeben. Das heißt, sie sind noch in der Abstimmung. Das heißt, die werden uns irgendwann vorgelegt. Sie werden nicht irgendwie vertuscht oder anderes. Und lassen Sie uns auch einmal über die Quantität sprechen. Wir haben etwa 200.000 Aktenblätter. Davon haben wir 350 Fehlblätter, 0,1%. Und dieses 0,1% nehmen Sie zum Anlass, hier darzustellen, wie wollte irgendjemand vertuschen. Stichwort Hochstufung der Akten, was hier so suggeriert wird, als würde man bewusst in Hessen Akten hochstufen, damit die Geheimnisstufe höher ist. Meine Damen und Herren, dass Sie hier schaust nervös werden, kann ich nachvollziehen. Eine einzige Akte von insgesamt 650 Akten wurden in Hessen hochgestuft. Eine von 650. Da sprechen Sie von einem Skandal. Lachhaft. Stichwort Schwärzung. Ich hatte mich vorhin schon dazu geäußert. Wir haben das weitestgehende Verfahren,
was in Deutschland bisher praktiziert wurde, Ihnen vorgeschlagen. Und dann wird ja davon gesprochen, dass das immer noch zu viel ist. Dann kommt Herr Schaus und sagt, da müssen wir als Abgeordnete begründen. Nein, das Landesamt für Verfassungsschutz muss begründen, warum geschwärzt wurde. So steht es in dem Vorschlag drin, der Ihnen auch vorgetragen wurde. Vielleicht war es am Montagabend zu spät, dass Sie das nicht mehr richtig verstanden haben. Wurde gesagt, man hätte monatelang gewartet auf die Akten. Ja, warum musste denn monatelang gewartet werden? Weil der Einsetzungsantrag schlecht war. Das haben wir doch dargelegt. Das haben wir doch nicht gesagt, oder nicht nur. Das hat das SPD-geführte Bundesjustizministerium gesagt. Das hat das Oberlandgericht in München gesagt. Das haben die nordrhein-westfälischen Kollegen der SPD und der GRÜNEN gesagt. Das ist die Wahrheit. Und damit können Sie sich leider nicht auseinandersetzen. Und dann wurde von Frau Faeser gesagt, wir hätten den Untersuchungsausschuss nicht gewollt. Das ist bewusst die Unwahrheit, die Sie hier sagen. Und als Juristin wissen Sie, was das ist, wenn man bewusst die Unwahrheit sagt. Wir haben den nicht blockieren wollen. Wir haben unsere Bedenken vorgetragen, weil der Beschluss nichts getaugt hat, den Sie vorgeschlagen haben. Das ist die Wahrheit. Und dann haben wir uns enthalten und haben eben nicht dagegen gestimmt. Meine Damen und Herren, das sind die Wahrheiten. Und Sie können halt leider dieser Wahrheit nicht ins Auge schauen. Und deshalb ist es halt bedauerlicherweise notwendig, dass man das ein oder andere in der Tat auch hier öffentlich sagen muss. Aber zusammenfassend, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, es bleibt dabei. Wir haben den Untersuchungsausschuss zum Laufen gebracht durch unsere konstruktiven Vorschläge. Und Sie haben, wo es ging, mit Nebelkerzen geworfen bzw. Sie haben verzögert. Und das vom Kollege Ministerium, Bellino, bitte kommen Sie zum Schluss. Ist der letzte Satz. Und das von der Landesregierung vorgeschlagene Verfahren im Umgang mit den geschwärzten Akten, meine Damen und Herren, ist so weitestgehend, wie es in der Bundesrepublik Deutschland bisher noch nicht gegeben hat. Besten Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Wagner, Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Dieser Untersuchungsausschuss zur Mordserie des NSU ist kein Untersuchungsausschuss wie jeder andere. Und deshalb verbieten sich in diesem Untersuchungsausschuss auch die üblichen Rituale zwischen Regierung und Opposition. Bei diesem Untersuchungsausschuss kommt es mehr noch als bei anderen Untersuchungsausschüssen darauf an, dass sich sowohl die Regierung wie auch die Fraktionen täglich neu prüfen, ob sie alles beitragen, um bestmöglich die Aufklärungsarbeit zu fördern. Alle Beteiligten müssen sich das jedes Mal wieder fragen. Es gehört für die Regierung dazu, sich zu fragen, wie kann sie den Ausschuss bestmöglich unterstützen. Es gilt aber auch für die Fraktionen, dass sie sich fragen, sind die Art und Weise, wie man mit Vorgängen in diesem Ausschuss und der Arbeit dieses Ausschusses umgeht, ist das immer angemessen? Es wurde viel heute schon darüber geredet, ob es einen Unterschied zwischen dem NSU-Untersuchungsausschuss in Hessen und anderen Untersuchungsausschüssen gibt. Meine Damen und Herren, ja, diesen Unterschied gibt es. Es ist der einzige Ausschuss, wo zu besprechende Fragen zwischen Regierung und Parlament nicht besprochen, sondern zuerst skandalisiert werden. Das ist der Unterschied des Ausschusses hier in Hessen. Natürlich gibt es Fragen der Zusammenarbeit zwischen Parlament und zwischen Regierung, so wie das in jedem Untersuchungsausschuss ist. Das ist völlig normal, dass man sich unterhält, wie man das macht. Und natürlich sind die Abwägungsfragen schwierig, die zu treffen sind, welche Aktenteile müssen eventuell geschwärzt werden oder nicht, weil es eben sein kann, dass Informationen an die Öffentlichkeit geraten, die nicht an die Öffentlichkeit, gehören, weil damit Interessen von anderen oder sogar das Leib und Leben bedroht sind. Nur der Hessische Untersuchungsausschuss ist der einzige Untersuchungsausschuss, wo solche Fragen nicht sachlich erörtert werden, sondern skandalisiert werden. Das ist der Unterschied hier in Hessen. Und wo selbst die Schwärzungen skandalisiert werden. Ich frage Sie einmal, meine Damen und Herren, sind denn die hessischen Behörden die einzigen Behörden, die schwärzen, so wie der Eindruck hier ja manchmal erweckt werden soll? Nein, meine Damen und Herren, auch andere Behörden schwärzen.
Ist der Hessische Untersuchungsausschuss denn der einzige, wo es geschwärzte Akten gibt? Nein, meine Damen und Herren, ist auch in anderen Ausschüssen so. Und kann es Gründe für Schwärzungen geben? Ja, die kann es geben. Das bestreitet hoffentlich hier niemand. Dennoch wird ständig versucht, einen anderen Eindruck zu erwecken. Und dann jetzt die entscheidende Frage. Können in Hessen alle Abgeordneten, die in diesem Ausschuss sind, die Akten vollständig ohne Schwärzung einsehen und sich ein eigenes Bild liefern? Ja, das können sie. Und dann frage ich Sie, worüber reden wir hier eigentlich noch, meine Damen und Herren? Und die Besonderheit dieses Hessischen Ausschusses ist, dass in einer Frage, die zwischen Parlament und Regierung zu klären ist, nämlich die Einsicht in die Schwärzungen für die Abgeordneten, dass diese Frage eben nicht zuerst versucht wird, im Konsens zu lösen, sondern dass bevor diese Frage, hören Sie zu, bevor diese Frage zwischen Regierung und Parlament im Ausschuss erörtert wird, die Kolleginnen und Kollegen der SPD eine Aktuelle Stunde zu diesem Thema beantragen. Bevor die Frage sachlich erörtert werden kann, wird eine formale Frage skandalisiert von den Kolleginnen und Kollegen der SPD. Das ist der einzige Unterschied in der Arbeit des NSU-Untersuchungsausschusses. Und dann wird die Frage erörtert am Montag im Ausschuss. Und dann sagt der Ausschuss einvernehmlich, wir wollen uns vertagen und das weiter beraten. Und das ist dann aber nicht der Anlass, diese Debatte heute hier ausfallen zu lassen, mit Verweis darauf, dass man diese Fragen klärt, sondern man führt die Debatte trotzdem. Und dann frage ich, steht da wirklich das Aufklärungsinteresse allein im Vordergrund, oder geht es darum, Formalfragen auf Biegen und Brechen zu skandalisieren, meine Damen und Herren? Und in diesem Ausschuss wurden entgegen dem Bild, was gestellt wurde, alle Fragen bislang einvernehmlich geklärt. Wir haben uns einvernehmlich auf die Grobstruktur verständigt. Wir haben uns einvernehmlich auf die Feinstruktur verständigt. Wir haben uns einvernehmlich. Kollege Wagner, Sie müssen zum Schluss kommen. Vielen Dank, Frau Wilhelm. Wir haben uns einvernehmlich darauf verständigt, welche Termine wir machen. Und wir werden uns auch einvernehmlich darauf verständigen können, wie wir mit den Schwärzungen umgehen. Der einzige Unterschied ist, dass vor den Fernsehkameras immer etwas anderes erzählt wird, als tatsächlich im Ausschuss gemacht wird. Und wenn man es. Kollege Wagner, bitte. Und wenn es andere Vorschläge gibt, dann müssen die endlich einmal auf den Tisch. Aber was nicht geht, ist, die einen machen die Vorschläge, und die anderen sagen immer, diese Vorschläge hätte es nicht gegeben und machen keine eigenen. So können wir nicht konstruktiv. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Wissler, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Wagner, es geht hier nicht um Formalfragen. Es geht hier nicht um Formalfragen, sondern es geht um die Frage, die Rechte des Parlaments betreffend. Und zwar geht es um ganz elementare Rechte des Parlaments gegenüber der Regierung und die Kontrollfunktion. Und Sie wissen ganz genau, was das nämlich nach sich zieht. In dem Moment, wo ganze Aktenordner als geheim eingestuft werden, weil einzelne Seiten darin geheim sind und geschwärzt sind, bedeutet das, dass große Teile der Zeugenvernehmung nicht mehr in öffentlicher Sitzung werden stattfinden können. Und das bedeutet, dass nicht nur das Parlament, das ja ein Aufklärungsinteresse hat, sondern dass auch die Öffentlichkeit überhaupt nicht teilhaben kann an der Aufklärung. Und das ist genau das Problem, um was es hier geht. Und ich muss schon sagen,
Ich habe der Debatte jetzt ja lange zugehört. Ich muss ganz ehrlich sagen, angesichts der Tatsache, dass wir hier über die Ermordung von 10 Menschen reden, dass deren Angehörige über Jahre hinweg verdächtigt wurden, anstatt Hilfe zu erfahren, dass man den Angehörigen versprochen hat, aufzuklären, muss ich schon sagen, das ist eine wirklich unwürdige und in Teilen unterirdische Debatte, die wir hier führen. Ja, es stellen sich Fragen. Es stellen sich Fragen insbesondere an die Sicherheitsbehörden und ich will und alles voran ans Landesamt für Verfassungsschutz. Ich will schon deutlich machen, dass wir natürlich in Hessen Besonderheiten haben, warum wir in Hessen auch besonders nachfragen müssen. Es gab kein anderes Bundesland, wo ein Mitarbeiter des Verfassungsschutzes am Tatort war, der sich danach nicht bei der Polizei gemeldet hat. Einen solchen Fall gab es nirgendwo anders. Wir haben auch die Besonderheit, dass der damalige Innenminister und heutige Ministerpräsident über diese Tatsache und die Anwesenheit des Verfassungsschützers erst das Parlament gar nicht informiert hat und dann das Parlament falsch informiert hat. Das ist auch ein Gegenstand, den wir in keinem anderen Bundesland haben und warum wir natürlich auch eine hessische Besonderheit hier haben. Ich finde auch das ganze weitere Verfahren in all den Jahren danach, wo dann V-Männern Rechtsanwälte bezahlt vom Landesamt zur Seite gestellt werden, nur eingeschränkte Aussagegenehmigungen ausgestellt werden mit dem Verweis auf den Quellenschutz, wo V-Männer nach München zum NSU-Prozess fahren und dort nur eingeschränkt aussagen dürfen, obwohl es um Mordermittlungen geht. All diese Fragen, die müssen wir doch im Untersuchungsausschuss aufarbeiten. Und da geht es doch darum, dass das Parlament hier volle Rechte haben muss. Und wie soll man denn aufklären, wenn man geschwärzte Akten hat? Ich sage Ihnen, ich war häufig im NSU-Untersuchungsausschuss. Ich habe mir die Aussagen von Temme angehört und von beispielsweise Herrn Hess angehört. Ich finde wirklich, das sind Abgründe, die sich da auftun. Es sind Abgründe, und zwar auch in dieser Hinsicht, wie Mitarbeiter des Verfassungsschutzes über Morde sprechen, in welch unwürdiger Art und Weise. Das haben wir dort erlebt. Ich würde sagen, Herr Wagner, gehen Sie wirklich öfter in den NSU-Untersuchungsausschuss, weil ich nicht mir vorstellen kann, dass was dort passiert, wirklich im Sinne der GRÜNEN sind. Sie haben heute Herr Bellino erlebt, wie er hier aufgetreten ist. Und Sie haben auch erlebt, was für eine Rolle er hier heute gespielt hat. Und genau so ist das im NSU-Untersuchungsausschuss. Und genau das ist das Problem. Und das begann ja schon bei der Einsetzung. Anders als in anderen Bundesländern haben wir nicht einstimmig eingesetzt, sondern nur SPD und LINKE haben dafür gestimmt. Und das setzt sich leider in diesem Ausschuss auch fort, dass wir nicht ein Miteinander haben und ein gemeinsames Aufklärungsinteresse wie in anderen Bundesländern und im Bund. Und diese Aufklärung, Herr Bellino, die wird doch nicht durch die Opposition verzögert, sondern die wird dadurch verzögert, dass man einfach nicht aufklären kann, wenn ganze Akten geschwärzt sind, wenn man auf einer Seite, Kollege Rock hat es hochgehalten, drei Wörter erkennen kann und der Rest geschwärzt ist, dann kann man nicht aufklären. Und da frage ich mich schon, wer wird denn hier geschützt? Hier wird doch nicht das Staatswohl geschützt. Das, was doch jetzt am allernotwendigsten wäre, ist doch hier aufzuklären und vor allem dafür zu sorgen, dass so etwas nie wieder passiert und dass eine solche Mordserie sich niemals wiederholen kann. Und dazu muss man doch aufklären, was hier falsch gelaufen ist, meine Damen und Herren. Und deshalb, es geht hier nicht um Formalien, sondern es geht hier um elementare Rechte. Und ich muss auch sagen, sowohl seitens des Innenministers als auch von Herrn Bellino, ich finde es schon schäbig zu unterstellen, die Opposition würde die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger gefährden mit Verweis auf die aktuellen Anschläge und damit den Quellenschutz für V-Leute auch damit zu rechtfertigen. Das finde ich schäbig und das finde ich unangemessen, weil das Problem ist doch gerade, dass all diese V-Männer, die so nah am NSU dran waren, eben gar nichts verhindert haben. Sie haben nichts verhindert. Und deswegen muss doch hier jetzt endlich Aufklärung passieren. Da kann man doch nicht weiter den Schutz dieser V-Männer über die Aufklärung einer Mordserie stellen. Vielen Dank. Kollege. Vielen Dank. Wir sind jetzt am Ende der Debatte. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen. Darf ich fragen, ob der Dringlichkeitsantrag Tagesordnungspunkt 84 beide in Ausschuss? Gut, dann überweisen wir Tagesordnungspunkt 79, 26, 75 aus 19 und 84, 26, 94 aus 19 beide in den INA.